Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Xtreme. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Stadt und machen heute natürlich ein bisschen weiter. Ich möchte heute so ein bisschen am Flughafen weitermachen, wir bauen vielleicht ein bisschen die Freeways aus, werden auch Wohngebiete anlegen, werden auch ein bisschen Gewerbe vielleicht an den Flughafen machen mit gewissen Parkplätzen und einfach wir gucken mal, wo es uns hin verschlägt und schauen mal, was wir heute so Schönes anstellen können, liebe Leute. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los und wir wandern mal hier rüber. Wir haben hier auf jeden Fall große Gebiete. Wir haben hier dieses große Autobahnkreuz. Da muss ich halt schauen, wie ich das machen möchte. Kann man das Autobahnkreuz nehmen? Weil hier unten ist ja nicht direkt ein Freeway oder eine Autobahn, ne? Ah, weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich hier drüben ein bisschen ausbauen, möchte natürlich da auch Wohnungen auf die Beine stellen. Hätte vor, dass ich hier auf jeden Fall irgendwie Gewerbe mit reinbringe. Unter der Brücke oder hier so neben der Brücke. Und hier wahrscheinlich mit Parkplätzen ein bisschen arbeiten. Dann kriegen wir das alles so ein bisschen miteinander verbunden. Und da würde ich jetzt erstmal gerne schauen, dass wir hier auf jeden Fall den Freeway etwas weiterziehen. Und den schon mal so weit bis Richtung Brücke dann schon haben. Das sind zwei Spuren, das sind drei. Krass. Okay, dann sind es halt drei. So, machen wir das erstmal. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr auf jeden Fall eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video. Und natürlich gerne auch ein Abo für den Kanal, wenn ihr hier nichts verpassen möchtet, rund um City Skylines und zukünftig auch City Skylines 2. Dann seid ihr gut aufgehoben, ist kostenlos. Und ist mit einem Klick getan. Hier geht es auf jeden Fall ordentlich nach oben. Hier kommen wir nicht ganz so durch, wie ich mir das gedacht habe. Das ist schade. Ich würde gerne hier das alles ein bisschen anheben. So. Ich würde jetzt die Seite mal anpassen. Hallo? Ich würde die Seite mal anpassen. Jetzt habe ich beinahe eine Note gelöscht. Das wäre es ja wieder gewesen. So, 4 ist das von der Steigung her. Und hier bei 2... Ich würde gerne hier ein bisschen runtergehen. Wir passen jetzt wieder eine Seite an und machen den Rest mit auch mit den Tools. Wir kopieren das an. Aber das ist besser. Dann geht das da nämlich in den Tunnel rein. Das ist so die Idee eigentlich dahinter. Und wir machen das dann so, dass wir hier auf jeden Fall müssen mal gucken. Das funktioniert eh nicht. Ich will nämlich die gleichen Höhen hier drüben haben. Wir haben ja überall magische 3 genommen, ne? Ich hoffe es auf jeden Fall. Ups. Ich hoffe es auf jeden Fall. Machen das anders. Rückzug nochmal. Wir nehmen mal dich ganz kurz. Wir machen das tatsächlich alles als Brücke. Das war gar nicht so dämlich. Wir gehen hier komplett durch. Wandern hier hin. Ist das mit 3 richtig? Genau, und dann graden wir oder downgraden wir das wieder. Dann haben wir nämlich hier die Brücke schon mal drüber. Der Rest ist auch auf der gleichen Höhe und das müsste eigentlich auch passen hier, ne? So. Wirkt irgendwie nicht so. Es wirkt näher hier. Täusche ich mich da, aber es wirkt näher. Das ist ja nervig. Gut. Das muss man auf jeden Fall aber so lassen, weil hier natürlich die Tunnel ein bisschen Abstand voneinander haben sollen, weil die haben ja auch, die Tunneleinfahrt hat ja auch eine gewisse Breite. Das heißt, hier geht es dann in den Tunnel und da geht es dann zur Outside Connection. Ihr geht hier zur Outside Connection. Dann haben die auch so, obwohl sie ja sehr nah verlaufen, einen ziemlich großen Unterschied. So. Wir beginnen jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem Wohngebiet. Ich würde gerne hier mit dem Wohngebiet beginnen und würde gucken, was wir hier so Schönes machen können. Ja. Ist halt die Frage, ob wir hier auch mehrere Tunnel dann mit reinnehmen. Mach dich mal in den Bogen auf jeden Fall. Und möchte gerne jetzt hier als Brücke weitergehen. Machen dann hier. Lass mal so. Macht halt offiziell wieder nicht, weil wir hier in der Erde uns befinden. Hier geht es auf jeden Fall dann fleißig nach oben. Muss ich das so haben? Nee. Wir können mit dem Tunnel das so machen, weil der soll ja auch als Tunnel rübergehen. Dass dieser Tunnel
der anderen Seite, also dass die Gleise wieder ebenerdig rauskommen. Oh, hier gehen wir richtig in den Berg. Uiuiuiui. Ich kann aber sogar früher mit anfangen. Machen wir hier dann einen Tunnel oder so. Das wäre eine Idee, dann wären wir da nicht ganz so weit. Und jetzt würde ich gerne hier nochmal schauen, dass wir natürlich hier ein bisschen weiterkommen. Müssen das jetzt nicht ganz bis zum Tunnel ausbauen. Das können wir erst machen, wenn der Tunnel da ist. Aber hier können wir dann nämlich als Brücke mit dieser Straße rübergehen. Das ist die Idee. Hier einfach gerade rüber zu gehen. Dafür ist es gedacht. Da natürlich wieder nicht. Das ist ja auch klar. Und dann passen wir das mal so ein bisschen auch auf die Höhe an. Guck mal, dann sieht das ganz gut aus. Das sieht es ganz gut aus, ja. Wie gehe ich mit dir jetzt runter? Eigentlich gehen wir hier dann einfach auf 0, oder? Ich glaube, anders kriege ich das nicht hin, dass es einigermaßen gut aussieht. So halt. Selbst das ist 5-1 von der Steigung her. Ja, und jetzt sind wir halt hier. Dann machen wir das nämlich so. Ich weiß nicht, mir gefällt die ältere Straße da nicht so. Wir haben hier... Ich würde gerne U-Bahn. Ich habe hier oben die U-Bahn-Strecke und würde gerne hier so eine U-Bahn als Arm runter verlaufen lassen, die hier dann irgendwo endet. Deswegen brauchen wir keine Straßenbahn, oder? Eine Straßenbahn? Oder wir machen eine Straßenbahn dahin, die hier Bimmel durchbimmelbommelt. Wir können ja auch beides machen im Endeffekt. Das ist ja nicht so wild. Wir können hier die Straßenbahn, die sechsspurige, nehmen, die hier so durchgeht. Die wandert hier durch. Ist das von der Farbe richtig? Ja. Das ist schon fast ein Wunder. Gehen wir hier durch und wandern hier. Jetzt geht es hier immer wieder nach oben. Naja, gut. Genau hier an der Seite gehen wir dann unten durch. Das sind wir wieder auf der Höhe 0, genau. Und könnten dann hier eben so ein bisschen entlang wandern. Oh, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, was ich mache. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, was ich mache, weil hier an den Gleisen entlang würde ich die Straßenbahn ungern machen. Ach, ist das schwierig. Warte mal. Also, plan mal ein bisschen durch. Ich finde Straßenbahn eigentlich eine ganz gute Sache. Und mit der U-Bahn könnten wir ja trotzdem hier durchgehen und könnten hier dann so im Bogen eine Verbindung schaffen. In dem Fall wäre die Straßenbahn dafür gut geeignet, wenn sie hier nach drüben gehen würde und erstmal hier irgendwo enden könnte. Und hier machen wir das dann so, das ist auch die sechsspurige, dass wir hier eben, oh je, der hier snappt, ne, gefällt mir gar nicht. Und die Anschlüsse allgemein gefallen mir hier nicht, egal wie er es macht. Gefällt mir so noch am besten. So. Dann haben wir die Verbindung hier rüber und könnten hier natürlich auch mit weiteren Wohnungen aufbauen. Bis zum Gewerbe ist es natürlich sehr, sehr weit und sehr umständlich auch hinzufahren. Das wird natürlich nicht so bleiben. Wenn ich jetzt hier die Straßenbahn weiterführe... Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich mache die Straßenbahn-Idee, verwerfe ich wieder. Ich wüsste halt nicht, wo ich hier mit hin sollte. Die Straßenbahn-Idee, die verwerfe ich wieder. Ja. Die gefällt mir nicht. Die ist tatsächlich nicht so hübsch. Was ist denn jetzt hier? Oh je, wenn ich das schon wieder sehe, wie nah die Nodes miteinander hier sind. Ist das nicht so praktisch? So. Nee, das ist besser. Es macht keinen Sinn, hier eine Straßenbahn nochmal aufzumachen. Das ist wirklich nicht, nee. So, dann gehen wir hier durch. Gas, mittlerweile sind die Straßen soweit übernommen. Das ist ja cool. Sogar sehr, sehr cool. Würde ich das mal so machen.
Hier würde ich einen großen Kreisverkehr hinmachen. Das passt mal auf. Ich würde gerne hingehen. Würde hier einen 400 damit reinnehmen. Weißt du, könnt sich mal sehen, wenn ich Kreisverkehr baue. Tut mir sehr leid. Besserung ist ab dem 24. vielleicht versprochen. Ich weiß es noch nicht. Das ist halt auch ungünstig. Wenn, dann nehmen wir ihn hier. Ich kann es euch noch nicht sagen. Kann ich euch erst richtig mit gutem Gewissen sagen, wenn ich es mal gespielt habe, dann am 24. ist es ja für mich dann auch soweit, wie auch für euch. Da starten wir durch. Mal sehen, wie das Ganze läuft. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich glaube, nicht nur ich. Es gibt auch den einen oder anderen von euch, der jetzt nicht so den stärksten PC vielleicht hat. Wie mache ich das denn? Na gut, machen wir das doch so. Ich würde mit der großen Straße, wir machen hier gerade ein Riesengebiet, by the way. Warte mal. Mach mal anders. Deswegen auch sechsspurig. Machen das anders. Wir gehen hier in die Richtung weiter und auch hier in die Richtung. Oh je, ich lasse das mal so offen. Ich weiß noch nicht, wo ich hier hin möchte. Ich möchte auf jeden Fall die Häuser hier ein bisschen näher. Also hier ist ja so dieser Abhang. Da kann man nichts machen, da kann man ein bisschen mit Wegen arbeiten. Aber ich dachte mir so, wer geht denn am Freeway schon gerne irgendwo spazieren? Das ist jetzt halt natürlich ein anderes Problem. Von der Seite aus hier etwas schwieriger die Verbindung dann schaffen durch die Kreuzung, die wir hier auf die Beine gestellt haben. Macht wenig Sinn, der Kreisverkehr aktuell. Das heißt, wir werden hier uns nochmal ein bisschen ändern und werden von der Kreuzung aus gerade hier rüber gehen. Zack. Und dann hätten wir hier nämlich auch eine gute Erklärung, warum wir hier dann machen das alles mal so ein bisschen, wie gesagt, mit Augenmaß. Und wir machen das eigentlich ziemlich simpel hier. Auch in die Richtung haben wir hier so ein bisschen Unterschiede. Wir nehmen aber halt natürlich genau hier die Nodes, die wir haben. Also genau würde ich jetzt das vielleicht nicht nennen, aber so einigermaßen hätten hier dann großen Kreisverkehr. Können wir jetzt halt nichts reinstellen, da können wir wieder ein bisschen optisch was machen. Wir machen jetzt erstmal die Anschlüsse an sich. Und zwar machen wir das einmal so. Und einmal so. Drehen, das ist einfacher so rumzubauen. Hier sind wir dann bei drei. Ne, sind wir auch nicht. Wir haben alle zwei Spuren. Warum hatte ich hier ein schlechtes Gewissen, zwei Spuren zu machen? Ich wusste natürlich. Als sehr professioneller und sehr aufmerksamer City Skylines Spieler, dass wir hier natürlich nicht dreispurig waren. Ich wollte eigentlich nur testen, ob ihr hier noch zuschaut, ob ihr noch dabei seid und ob euch das auffällt. So. Gut, wir haben das hier auf jeden Fall fertig. Gehen wir durch, machen das weg. Machen das hier weg, zack. Dass es dann immer wieder weiß wird. Dass er immer wieder Fehlermeldungen raushaut. Ist nicht unbedingt vorteilhaft. Aber naja. Das ist halt ein bisschen umständlich. Jawohl. Jetzt ist er wieder zurückgesetzt. Ich dachte deswegen, dass es immer wieder zurückgesetzt ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier mal den Kreisverkehr an sich. Das sieht jetzt halt momentan dementsprechend aus. Wir können mal die Zebrastreifen auf jeden Fall. Nehmen wir mal. Können die Zebrastreifen auf jeden Fall wegmachen mal. Das geht ja schnell. Ach komm, dann richten wir ihn ein. Sind wir mal nicht so. Richten wir den ein. Schauen mal, was hier aus entstehen könnte. Das dauert halt immer alles ein bisschen. Das ist halt der Nachteil an meinem Kreisverkehr-Baustil. Ich habe da tatsächlich auch nie irgendwie was geändert noch dran. Immer die gleichen Regelungen, die ich hier mache. Kreisverkehr ein, Kreisverkehr aus. Also warte mal. Stimmt, das ist das gleiche Tool. Oh.
Und das auch hier weg. Ist so, dann haben wir den ja schon. Falsch. Ist ja ganz schnell gewesen, so. Haben wir auch eine Note dazwischen Richtung Kreisverkehr. So, dann haben wir mal auf jeden Fall grob mit den Tools das eingerichtet. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Genau, und jetzt würde ich gerne hier natürlich mit Wohnung ein bisschen schauen. Okay, wenn ich das schon sehe, habe ich Angst. Einzugsverkehr sind wir hier. Im Einzugsverkehr. Ich habe es ein bisschen gelöst, aber es hat anscheinend nicht so geholfen. Es kommen halt so viele Leute hier in die Stadt, das ist Wahnsinn. Wie gesagt, also wir schauen mal kurz drüber. Also das Gebiet hier hinten funktioniert, weil wir das Gewerbe rausgenommen haben. Check. Häkchen dran, da funktioniert alles. Das sind ja auch die ungeregelten neuen Gebiete hier, die hier nicht richtig funktionieren. Wo wir einfach auch schon mal, wir müssen mal ein bisschen drüber gucken, es tut mir sehr leid. Es geht nicht anders. Die teilweise, wo kommen die denn alle her? Sag mal, warte mal, wie kommen die von hier oben? Das ist unmöglich, Einzugsverkehr von der Seite. Wir wollen dann hier rein und das ist Gewerbe hier, ne? Ach stimmt, wir haben hier das Gewerbegebiet gemacht. Wir haben hier das Gewerbegebiet gemacht. Verstehe. Wir gehen dann hier rein. Gehen hier weiter. Ach so, krass. Der Bereich, der stackt sich fest. Ach, das ist ja herrlich. Ah. Wir fahren hier im Kreis. Sag's doch nicht, ey. Wir fahren hier alle rein, um dann hier durch. Sag mal, also wirklich, was haben wir denn hier so? Das ist okay, das ist verständlich, was wir hier machen. Wir fahren hier teilweise durch, um einzuziehen. Hier sind aber sehr wenige, die hier rein möchten. Und der dreht dann. Okay, die wollen aber auch alle ins Gewerbe. Wieso lösen die sich denn nicht auf? Das ist zu viel, das, ne? Okay, es löst sich immer mal wieder auf, aber es ist jetzt nicht so der Rede wert, ne? Okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall mal ein paar kleinere Regelungen gemacht. Meistens reicht das auch schon. Wir haben jetzt die Pfeile anders zugewiesen. Wir haben hier zeitgesteuerte Ampeln mit rein, damit die Kreuzungen hier frei bleiben. Ja, manchmal reicht das schon. Also sieht sehr aufgelöst schon mal auf. Nur weil wir die Pfeile zugewiesen haben. Guck mal, das reicht. Also das sind so ein paar kleine Sachen, die man einfach mal schnell machen kann. Und dann wird man sehen, ob es dann funktioniert oder ob es vielleicht nicht funktioniert. Das ist halt... Ist ja bei einem No-Despawn-Projekt alles nicht immer so ganz einfach, würde ich mal sagen. Ne? Das war nicht so schön. Mach ich das doch lieber so. So, gucken wir mal, dass wir hier auf jeden Fall ein paar Wohngebiete auf die Beine stellen. So, und dass wir halt natürlich auch wieder schön viel Abwechslung da haben werden. Ich lasse das Raster trotzdem am Kreisverkehr. Überlegt, ob ich das wegmache, damit hier besser gebaut werden kann. Aber die großen Gebäude, das muss ja hier nicht sein. So, so, so. Also. Hier würde ich dann drüber gehen. Ich meine, hier nochmal eine Zufahrt können wir uns nicht leisten. Das geht leider nicht. Das ist schwierig. Wir gehen hier nochmal ein Stück weiter. Mal hier so rüber, machen nochmal eine Verbindung da rein. Ziehen hier weiter durch. Durch die ganzen verschiedenen und abwechslungsreichen Straßen hier sieht es ja auch gar nicht so schlecht aus dann. Jetzt sehen die Gebäude halt so wild gebaut aus. Das war sehr interessant. Minus 6. Oh Gott. Ich das schon wieder sehe. Und das schon wieder sehe, hier geht es den Berg langsam nach oben. Ups. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Es sah, habe ich jetzt optisch auch nicht so wirklich wahrgenommen, muss ich zugeben. Machen wir das hier so. Und auch hier machen wir einfach Richtung Kreisverkehr. Ein paar kleine Sackgassen.
Aber ich finde zum Beispiel, das Gebiet hier drüben sieht optisch für dich sehr, sehr schön aus, weil es einfach nicht so langweilig ist. Viel Abwechslung mit drin von den Straßen, dann noch die erhöhte Zug, der hier durchgeht, der by the way, ich glaube, vergessen habe. Ja. Ich vergessen, wo war mal, jetzt will ich aber kurz was gucken. Grün, 299 ist nicht allzu viel hier. Der kriegt auf jeden Fall nochmal ein paar Züge dazu. Wenn wir das hier machen. Dass der natürlich auch an dem Bahnhof schon mal angeschlossen wird, ist klar. Ich möchte ja nicht so viele Zuglinien haben. Was war falsch? Das war richtig, so. Haben wir das nämlich auch. Guck mal, 300 Leute waren jetzt unterwegs. Schauen wir mal, wie das am Ende des Tages aussieht. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Strom. Gut, dass wir mal geschaut haben. Strom ist eine ganz andere Nummer. Okay. Solaraufwindturm. Immer ein sehr, sehr passendes Gebäude, um das irgendwo reinzustellen. Ich finde, das bringt einfach so schöne Abwechslung mit rein. Von der Optik. Und es passt halt tatsächlich auch ganz gut. Wir hauen den hier rein, würde ich sagen. Da ist ja nämlich auch nicht viel Verkehr los. So. Hier ist ja die Brücke, die da geht dann ein bisschen drüber. Man kann sich jetzt natürlich so ein bisschen drüber streiten mit dieser Brücke. Weil man muss ja auch sagen, oh je, die Brücke, die verhindert ja, dass auf Solar dann irgendwo die Sonne scheint und hin und her und hast du nicht gesehen. Ich finde, das sieht eigentlich irgendwie ganz cool aus. Es bringt halt schöne Abwechslung mit rein, bringt uns viel Strom. Das reicht uns dann nämlich erstmal wieder und ich kann sich haben, wenn ich diesen Boppel da immer wieder verschiebe. Gut. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir hier fleißig erstmal Wohnungen aus. Ja, ich mache die aber auch an die Hauptstraße sogar. Wir machen die sogar an die große Straße. Wir malen mal ein bisschen. War nie gut im Malen, aber vielleicht kommt hier doch was Gutes raus. Machen das hier. Solange es ja kein Gewerbe ist, passt das ja. Hier würde ich den Park reinmachen. Gehen wir das so ein bisschen in der Mitte, natürlich so Platz ist für unsere tollen Park. Und ja, es wird wahrscheinlich wieder ein Teich werden. Und nein, ich finde weiterhin, dass Teiche sehr gut hier reinpassen. Teiche sind toll. Bester Park. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich da nochmal mit W... Moment, das ist falsch. Das war auch mal sicherheitshalber frei. Jetzt muss ich natürlich hier nochmal schauen, das war hier, was ich gerade so gesehen habe. Vielleicht nochmal kleinere Verbindungen hier rüber schaffen. Na gut, hier. Ach, ich darf auch gar nichts. So. Quatsch. Wie gesagt, da werden eh genug Gebäude aufbauen. Also wir da ein paar Einwohner dazu bekommen. Die kriegen ja auch hier kein Hochhausverbot mit rein. Gucken wir mal kurz, wie es hier sich bessert. Oder ob es sich bessert. Sieht tatsächlich schon mal deutlich besser aus, auf jeden Fall. Sie fahren sich nicht stuck. Das ist die Hauptsache. Ja? Das muss sich auflösen, aber sie fahren sich nicht stuck. So, jetzt lassen wir erstmal die Gebiete hier aufbauen an der Stelle. Bis jetzt haben wir halt tatsächlich nur diesen einen Weg in dieses komplette Gebiet dann rein. Das muss man natürlich auch nochmal komplett ändern. Ich würde zum einen überlege ich, ob ich hier eine Brücke rüberbaue, hier durchschieße und das hier anschließe zum einen. Gucken, ob das klappt. Da reißen wir natürlich wieder ein paar Häuser ab. Mir tut es immer so weh, Wohngebäude abzureißen. Ich weiß, viele Leute haben da keine Schwierigkeiten, aber ach, ich weiß echt nicht. Ich kann das nicht. Wohngebäude abzureißen ist für mich schrecklich. Naja, aber was muss, das muss. Ja. Man könnte. Wenn ich das jetzt so mache. Es wäre besser, ne, vom Anschluss her.
gesagt, die Höhe, die passt ja hier auf jeden Fall. Ja. Sollte auf jeden Fall richtig sein. Machen wir drüben nochmal einen hin. Gut. Das geht jetzt natürlich hier schräg nach unten. Muss ich mal kurz gucken. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Was ist, wenn ich das so mache? Genau, wollte gerade sagen, das müsste ich doch anheben. Perfekt. Habe ich es doch nicht richtig gesehen. Habe ich doch nicht falsch gesehen. So, hier machen wir das so. Und hier ist halt auch wieder die Schräge. Da kann man halt nichts dran ändern. Oh. Könnte es halt so machen. Weiß nicht, ob das so cool aussieht. Ist immer die Frage. Haben wirklich eine Schräge, kriegen wir nicht hin, weil das zu nah beieinander ist. Ja, da muss halt die Mauer wieder ran. Das geht nicht anders. Das war ja klar. Also irgendjemand musste sich wieder querstellen. Die ist viel, viel tiefer. Wir haben halt unterschiedliche Höhen hier überall. So ein bisschen das Problem. Machen das so. Lassen das so enden. Machen das so. Lassen das so enden. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Wir haben sie schon mal. Okay, ist immer noch sehr, sehr viel los. Ja, gut. Also. Das heißt, die Wohngebiete, die bauen sich auf. Wir haben zwei Verbindungen. Hier drüben eine, hier drüben. Tatsächlich wäre hier eine Verbindung auch gar nicht so schlecht. Ich überlege, ob ich von dieser Brücke aus hier rübergehe. Das klappen könnte. Hier eine Kreuzung draus zu machen, das ist eh schon viel los. Ist eh schon für mich sehr, sehr schwierig, hier überhaupt noch eine Straße mit reinzubringen. Die wird sich tatsächlich hier wahrscheinlich ein bisschen besser eignen, weil wir hier eben eh schon eine Kreuzung haben. Die müssten dann nur länger warten noch. Ich weiß nicht, dieses Gewerbegebiet, ne? Aber hier rüber wäre natürlich eine Möglichkeit, die, glaube ich, besser wäre. Wir nehmen hier eine kleinere, also eine zweispurige. Und wandern hier tatsächlich drüber. Bisschen Gewerbe abzureißen, schadet niemandem. Ach man, ey. Wir gehen hier mal auf die 12. So. Ach, jetzt ist es wieder weiß. Ach, das ist auch die andere Straße. So. Gut, wir gehen hier drüber. Da müssen wir es halt natürlich gleich das nochmal abreißen. Der Bass wird sich aber selber abreißen, hoffe ich auf jeden Fall. Dann gehen wir hier rüber, über die Gleise. Zack, jetzt ist er weg. Tschüss. Da bin ich ja auch sehr gespannt für den nächsten Teil. Das sah doch schon mal alles sehr, sehr gut aus. Dass man da vielleicht ein bisschen mehr unter den Straßen arbeiten kann. Machen das so. Machen das so. Binden hier rüber. So. Kann man das so machen? Das geht, ne? Sieht ein bisschen krass aus hier. Hier drüben ist die Brücke weiter als hier. Das passt hier aber trotzdem. Ich würde sagen, dass das Gebäude hier vielleicht ja, ein bisschen Problem hat. Es wird ein wenig knapp, glaube ich, sonst. Gehen wir hier rüber. Und das ist das Wichtige jetzt hier. Jetzt machen wir hier natürlich auch eine zeitgesteuerte draus. Zack. Das machen wir hier auch. Zack. So. Damit einfach die Kreuzungen frei bleiben oder mehr frei bleiben, als es halt sonst bis jetzt schon waren. Das heißt, wir haben hier drüben auf jeden Fall ein neues Gebiet. Ich würde jetzt den Kreisverkehr gerne nochmal so ein bisschen verzieren. Ich habe Ideen. Ich probiere sie umzusetzen. Wir haben hier, gehen wir auf die Pinselgröße so und gehen wir hier auf 04. Geht auf die Pinselgröße so, ja. Ich würde nämlich gerne hier so einen Hügel reinmachen. So. Sieht absolut scheiße aus.
Muss ich ja doch sagen, ne? Schwierig. Bitzle schwierig ist es. Einfach hier so einen kleinen Hügel haben, der da einfach etwas Unterschied bringt. So. Dann nehmen wir hier. Steine, die wir draufstellen, das war eine Idee. Ja. Was können wir denn noch machen? Ich finde, so Kreisverkehre zu verzieren, ist für mich immer super schwierig. Also mit den offiziellen Sachen finde ich das super schwierig. Da können wir das im Kreis durchgehen lassen. Da ist ungefähr die Mitte. Auch nicht. Auch nicht. Oh, so ein Punkt in der Mitte bei diesem Tool wäre traumhaft, ne? Also wirklich. Wer sehnt sich das auch herbei? Wer sehnt sich das auch herbei? Ach, wäre das ein Träumchen. Gut. Genug geträumt, weiter geht's. Können wir hier mit so ein bisschen verwucherten Sträuchern hier, also so ein bisschen verwuchert darstellen zu lassen. Haben hier auch so ein wenig einen Übergang. Guck mal, wie ich offiziell, wie nah ich da hinkomme. Zur Not könnte man halt auch nochmal das ein bisschen ändern, aber... Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es dann auch so ein bisschen wilder ist, so. Und mein Lieblingsbaum kommt dann auch mit rein. So, dann haben wir ein bisschen einen Mix aus ein bisschen geradlinig, dass hier wirklich was gepflanzt ist drumherum und sonst auch ein bisschen verwucherter. Finde ich irgendwie hat das was, ne? Finde ich jetzt nicht schlecht. Und dann würde ich jetzt gerne mit dem hier hingehen. Würde natürlich hier die Dreiecke einfach so wieder voll machen. Nehmen dann das Tool. Machen wir das hier wieder voll. So, zack, zack. Geht halt am schnellsten. Ich weiß sonst auch nicht, was ich da machen soll. Ja, Kreisverkehr und ich. Das ist schwierig mit der Verzierung. Das würde ich eigentlich so lassen wollen, oder? Ne, da mache ich nichts mehr rein. Das ist okay. Das ist der Kreisverkehr hier. Das sieht auf jeden Fall schon mal, glaube ich, ziemlich cool aus. Wir bemalen ja weiterhin nicht. Wie gesagt, sonst müssen wir das halt überall machen. Das nehme ich mal raus, weil wir ja bisschen Zeitdruck haben. Ja, wohl Zeitdruck würde ich es jetzt nicht direkt nennen, aber wir haben halt hier nicht ganz so viel Zeit. Ach. Ist hier wieder los? Kurz mal drüber schauen. Man muss sich halt jedes Mal wieder um den Verkehr kümmern. Das ist so ungünstig, dass die Gebiete, die mal liefen, auch dann irgendwann nicht mehr laufen. Hier, das Quadrat hier. Aber warum? Wegen den Bussen? Warum geht der größte Teil... Es ist halt wieder... Die benutzen halt... Guck mal, die fahren alle geradeaus. Benutzen alle die Spur der mit der Straßenbahn und den Bussen. Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Das Problem ist... Okay, wir ändern das. So. Jetzt passt mal auf, wie wir das machen. Wir machen das so. Da müssen wir kurz Pause machen. Wir machen das so, dass wir hier das eindeutig abbiegen lassen immer. So. Und jetzt ist halt der gefährliche Teil dabei. Jetzt muss ich hingehen und muss hier die Privatfahrzeuge verbieten. Und die LKWs. Die LKWs darf ich nicht verbieten. Aber die Privatfahrzeuge kann ich hier verbieten. Was mache ich denn? Hups, oder warte mal. Gott sei Dank mache ich das im Pause-Modus. Ganz falsch, was ich da gemacht habe. So. Das gleiche
Kann ich hier drüben nicht machen. Muss ich das überhaupt, was ich gerade hier gemacht habe? Warte mal, nochmal kurz Rückzug. Mache ich das richtig? Warte mal, wir haben hier Busse, die hier durchfahren. Die Busse können aber auch außen rum. Das schaffen sie aber dann nicht. Busse würde ich hier freilassen. Straßenbahnen sind davon ja nicht irgendwie... Also die werden da jetzt nicht von ihren Gleisen abbiegen wollen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich würde das... Was haben wir hier? Das ist... Kann man halt auch nicht machen. Wir lassen das mal so. Wir gucken mal, was hier durch passiert. Weil ich möchte, dass die Leute die anderen Spuren nehmen. Das kann doch nicht so schwer sein. Da will doch nicht jeder abbiegen, sag mal. So, jetzt gehen wir hier hin und machen mal wieder hier so ein bisschen den Sheriff. Nehmen kurz hier mal ein paar Fahrzeuge raus, damit es einfach nachrückt. So. Keine Ahnung, warum hier auf einmal so viele Leute. Vielleicht wollen die auch einziehen und so. So, nehmen wir ein bisschen was raus. So. Und jetzt müsste sich die neue Regelung... Es interessiert einfach absolut keinen, dass es hier nur Abbieger sind, oder? Ach, dann biegen die einfach alle ab, oder Firma. Ach, schön. Jetzt müssen sie alle abbiegen auf einmal. So, der Bus. Der blockiert halt richtig. Der Bus, der blockiert richtig hier. Also, wir machen das so, dass wir die Bushaltestelle hier weiter nach vorne verschieben. So. Das Straßenbahn, by the way. So. Gut, guck mal, wie sich das dann auflöst. So. Das heißt, sie kriegen sich hier wieder ein bisschen ein. Es ist halt traurig, dass die Spuren auch... Also, wie gesagt, wir hatten ja zwei Spuren, die geradeaus gehen und eine dritte, die geradeaus ging und rechts noch den Abbieger hatte. Und ich frage mich halt wirklich, warum die Polizei das ignoriert, und warum das jedes Mal so absolut anstrengend ist, dass die Leute halt das nicht hinkriegen. Also, wir haben jetzt so viele Updates in City Skylines gehabt. Ich finde es weiterhin sehr, sehr schade, dass es doch so ein großes Problem ist mit den Spuren. Ich kenne das Problem, das war immer schon so, dass nur eine Spur verwendet wird. Man sieht es hier auch wieder ganz deutlich. Die anderen Spuren einfach nicht. Weil die sich halt sehr früh einordnen für alles. Ne? Das ist eben so ein bisschen der Punkt. Also das macht es nicht besser. Das ist halt irgendwie ungünstig, finde ich. Gefällt mir halt nicht. Machen das so, dass wir hier... sowas draus machen. Es ist schade, dass sich das nie so ein bisschen gebessert hat mit dem ganzen Lane Management. Mit dem ganzen, ja doch, im Endeffekt schon. Was ist das schon wieder für eine Kreuzung? Jetzt haben wir hier natürlich eine Abkürzung geschaffen, ne? Mit der Abkürzung, da habe ich jetzt nicht so dran gedacht, muss ich zugeben. Könntet ihr vielleicht auch mal hier nicht so komplett dämlich sein? Wäre das möglich? Ja, mal gespannt, warum die hier nicht weiterkommen. Ach so, weil die hier auch noch in Massen hier rausfahren. Moment. Und dadurch, da hier auch wieder jeder abbiegen möchte, gefühlt. Ach so, hier haben wir zwei. Okay, warte mal, hier machen wir es anders. Okay, ich komme auf jeden Fall nicht zum Gewerbegebiet, das kann ich schon mal sagen. Was wir da beim nächsten Mal machen. Im Endeffekt muss ich das so machen. Geht nicht anders. So, dann kriegen wir hier auf jeden Fall die Spuren getrennt. Und die, wo geradeaus möchten, haben ihre eigene. Und die links abbiegen möchten, haben auch ihre eigene. So. Und direkt parken hier Leute. Das glaubt ja kein Mensch. Direkt parken hier auch Leute. Das ist ja großartig. Nicht machen. So. Gut, dann müssen wir halt das nach und nach noch mal ein bisschen ausbauen. Das ist ja ganz klar an dieser Stelle. Das ist ja... ist ja verständlich. Was mich ein bisschen irritiert ist, zum einen, wie viele Arbeitslose haben wir? 4%. Dass wir jetzt hier schon wieder so extrem wenig Häuser noch aufgebaut haben, ne?
Das irritiert mich so ein bisschen. Ich würde gerne hier natürlich noch mal ein bisschen nachschauen. Warte mal noch auf den Moment, wo es halt richtig einschlägt hier mit den Einwohnern. Der wird irgendwann kommen. Wir machen das mal so und den Rest lassen wir erstmal noch, ignorieren wir noch mal. So, wie versprochen, kommt hier natürlich der Teich dazu. Die Seite auf jeden Fall schon mal so ein bisschen fertig haben. Macht er jetzt halt offiziell nicht. Machen wir es so. Ja, okay. Haben wir hier auf jeden Fall ein paar Verbindungen. Es lockert halt auch irgendwo diese Bereiche ein bisschen auf, finde ich. Das ist ganz schön. Können wir so machen. Dann kriegen wir hier nämlich das neue Wohngebiet auf die Beine gestellt. Haben die Freeways ein bisschen ausgebaut. Das ist nicht so ein einfaches Gebiet hier drüben gewesen. Und die Verkehrsprobleme zwischendurch, die sind auch nicht so hilfreich gewesen. Das ist viel, was hier durch möchte aktuell. Das ist sehr, sehr viel. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich würde auch hier, wenn wir schon dabei sind, würde ich ganz gerne mal ganz kurz... So. Machen wir hier natürlich auch eine große dreispurige hin. Und passen das alles so ein bisschen an. Jo, gut, jetzt können die Leute hier nämlich, haben sie ihre getrennten Spuren, die Parkplätze habe ich jetzt schon wieder vergessen. Praktisch, dass immer direkt jemand dort parkt. So, und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie sich das Ganze eben entwickelt, wie diese Abkürzung sich hier entwickelt, ob das zu viel wird oder nicht. Aber das sollte man dann schon ein bisschen hinbekommen. Dann haben wir hier ein schönes neues Wohngebiet, was es hier natürlich nach und nach aufbauen wird. Gewerbe, wie gesagt, wird hier hinten dann erstmal sein. Ein großes Gewerbegebiet. Aber vielleicht auch nicht schlecht, wenn es so ein bisschen außerhalb alles ist. Und ich glaube, so können wir das erstmal belassen. So, gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen schönen neuen Bereich zugefügt, haben einen schönen Kreisverkehr mit reingebracht und haben das auch so einigermaßen okay mit drei Anschlüssen bis jetzt verbunden. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ein paar Brücken nochmal mit reinzubringen. Das geht ja immer ganz schnell. So, liebe Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Vergesst auf jeden Fall die Bewertung nicht. Hinterlasst gerne auch ein Abo für den Kanal und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr nichts mehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht hier im Projekt Extreme. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao!